Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und da bekommen wir jetzt auch gerade schon den ersten Gesprächsgast. Patrick Kurzen ist bei uns Kapitän vom SV Rödinghausen. Am Ende steht eine ganz knappe Niederlage. Wie hat sich das jetzt gerade auch nach dem Spiel für Sie angefühlt? Ist man da ein bisschen enttäuscht, dass man es nicht mehr geschafft hat heute? Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass die Mannschaft halt alles reingeworfen hat, gerade zum Ende. Es ist brutal bitter. Du kriegst halt wieder so ein Standard-Gegentor, wo ich glaube, es ist einfach vermeidbar. Es ist einfach vermeidbar und es zieht sich durch so ein bisschen. Gerade wenn man die Niederlage in Wuppertal sieht, die kriegen durch den Standard, durch die Ecke. Das Spiel in Bocholt, 90. Minute, Elfmeter. Und klar, ich meine, wir hauen alles rein, wir haben Chancen, wir haben am Ende dann auch die Dinger. Klar, natürlich, Aachen kann auch noch ein, zwei machen, aber es ist einfach brutal bitter in dieser Phase gerade. Dass wir uns dann hinten raus nicht noch belohnen, gerade in Überzahl, glaube ich. Wir müssen irgendwie ein Tor machen, es fällt mir echt schwer gerade. Das ist ja auch das Problem aus den letzten Wochen eigentlich vorne, die Chancenverwertung, das zieht sich durch. Ja klar, natürlich, es ist so ein bisschen, es sagt sich so einfach, das sind da vorne die Chancen, das sind so ein bisschen Nuancen. Ich glaube gut, Thilo Töpken hier querlegt, am zweiten Pfosten ist irgendwie dann keiner, dann haben wir ein, zwei Flanken, wo wir irgendwie einen machen können, zwei, drei Schüsse vom 16er und irgendwie, man muss da hinkommen, dass die Dinger wieder reingehen, dass die Phase kippt und dafür muss man hart arbeiten. Ja, man merkt, wie frustriert du auch bist, wie ärgerlich es ist. Ich glaube, die Situation vor dem Freistoß, also der Freistoß, dass es überhaupt dazu kommt, völlig unnötig. Und dann weiß man, Anton Heinz, ein überragender Freistoßschütze, aber vorher auch die Riesenmöglichkeit, wo vielleicht so das Quäntchen Matchglück, aber der unbedingte Wille vielleicht auch fehlt. Wie wollt ihr das jetzt wieder schaffen? Du jetzt auch heute als Kapitän mit Flotte zusammen, wie wollt ihr das gemeinsam hinbekommen? Ja, ich glaube, also man hat gesehen, dass wir eine brutale Einheit sind. Gerade hier ist es nicht einfach. Die haben mit einem neuen Trainer, dann werfen die alles rein. Das war uns klar. Und ich habe es gerade schon gesagt, also es ist eine schwierige Phase und da kommst du nur raus, wenn du durch maximale Arbeit, durch brutale Effektivität, durch Fleiß dir das Glück so ein bisschen erarbeitest. Das klingt so ein bisschen nach einer scheiß Floskel, sorry, aber das ist Fußball. So, und am Ende müssen wir dann irgendwie so ein Ding da über die Linie grätschen. Ja, und dann steht es halt 1-1 und am Ende des Tages, wenn wir eine 88 1-1 machen, dann fahren wir nach Hause, haben 4 Stunden irgendwie eine geile Rückfahrt, weil du hier Moral beweist und dann, ja, so fährst du halt wieder mit 0 Punkten nach Hause und ja, es ist maximal bitter. Patrick, Sie sind heute hier in Aachen mit 7 Wechseln angetreten. Für Sie auch ein bisschen überraschend, dass der Trainer so viel rotiert hat? Ja, ich sag mal so, also es ist eine Phase, wo die Ergebnisse nicht funktionieren, wo jeder natürlich versucht, Vollgas zu geben und wo ja, dann natürlich auch geguckt wird, was man irgendwie auf den Platz bringen kann, was für welches Spiel gerade besonders ist. Wir sind davon ausgegangen, dass Aachen sehr, sehr effektiv und hart pressen will, dass wir aber auch selber in Pressing-Momente kommen wollen. Ja, Aachen hat den Ball dann irgendwie relativ viel lang gespielt, wir natürlich auch. Es ist so ein Spiel, beide Mannschaften haben 6 Punkte, irgendwie keiner will so den Fehler machen. Und ja, dann haben wir heute natürlich ein paar Positionen verändert. Aber wenn man jetzt das Ergebnis sieht, es ist halt ein Freistoßtor. Und Sie als Kapitän gehen heute in dieses Spiel. Wann haben Sie auch davon erfahren? Gestern wurde dann so ein bisschen natürlich ersichtlich, wie wir es machen. Aber ich habe mich da mit Flotti super abgestimmt. Also das funktioniert hervorragend bei uns. Wir kennen uns jetzt 5 Jahre, sind da sehr, sehr close. Und das ist für uns egal. Für uns stand einfach an erster Stelle, dass wir hier heute irgendwie was mitnehmen. Ja, es hat nicht geklappt. Und Jetzt ist es hart. Ich meine, du weißt selber, wie lange die Rückfahrt ist. ich könnte mir Schöneres vorstellen. Irgendwie ist es relativ schwer, jetzt gerade die passenden Worte zu finden, weil es doch sehr, sehr emotional ist irgendwie. Patrick Kurzen, vielen Dank, dass Sie so schnell nach Abpfiff schon bereit standen und alles Gute für die nächsten Spiele, dass Sie das als Kapitän dann auch jetzt rumreißen können mit Rödinghausen. Danke. Alles Gute. Ja, wir merken, ein sehr emotionaler Patrick Kurzen nach dieser knappen 0-1 Niederlage und wir haben die nächste Stimme, Anton Heinz, der Torschütze zum 1-0 und auch zum Endstand ist jetzt bei uns, kommt in unsere Mitte. Anton klatscht gerade noch mal ganz kurz mit Patrick ab. Björn, da hat man schon gemerkt, ey, der lebt Rödinghausen auch und das geht ihm gerade auch richtig nah, ne? Ja, man hat es gemerkt, wie nah ihm das geht, wie emotional er ist und ja, deswegen wird es keine angenehme Rückfahrt. Hat er ja auch gesagt. Anton Heinz, herzlichen Glückwunsch zum 1-0-Sieg. Am Ende Erleichterung, dass man das irgendwie über die Zeit gebracht hat. Wie geht es gerade auch in Ihnen vor? Ja, wir sind super glücklich. Ja,
die letzten Spiele hatten wir es nicht einfach. Jetzt hat nur ein Sieg gezählt, den haben wir jetzt auch erreicht und ja, wir sind glücklich. Durch einen Freistoßtreffer von Ihnen. Wir wollen uns den nochmal gemeinsam anschauen. Vielleicht können Sie auch nochmal selber sagen. Wir wissen ja, dass Sie ein Freistoßexperte sind, aber wo haben Sie das Selbstvertrauen hergeholt? Ja, ich habe diese Woche noch eine Extra-Einheit eingelegt. Und ja, das hat sich dann ausgezahlt. Und ja, habe einfach Selbstvertrauen da drin. Ich weiß, dass ich es kann und ja, deswegen mache ich die einfach. Das hat man dann auch gemerkt bei der nächsten Chance, die dann an die Latte geht. Das heißt, Sie selber haben auch das Selbstvertrauen auch vom Trainer gespürt? Ja, auf jeden Fall. Der Trainer motiviert uns und bringt gute Stimmung rein. Und ja, das haben wir heute auf dem Platz gesehen. Heute ging es eher über den Kampf. Aber das ist halt normal, wenn man die letzten Spiele nicht gut gespielt hat. Und ja, jetzt schauen wir weiter nach vorne und genau. Was mir aufgefallen ist, du hast heute eine ungewohnte Position gespielt. Du hast vorne drin und zweiter Stürmer ein bisschen gespielt. Was war die Idee von deinem Trainer da? Wollte er dich näher in Torraumsituationen haben, wo du mit dem starken linken Fuß zur Abschlusssituation kommst? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja mit einem Zehner zwei Stürmer gespielt, dass wir auch mehr Tiefe im Spiel haben. So mit mir und Schaube, die in die Tiefe gehen, Brase, der sich vielleicht auch mal absetzt. So. Ja, das hat uns gut gelungen und ja, das war auch der Plan. Anton, vielleicht noch kurz zum Schluss. Was hat der Trainer konkret in dieser ersten Woche auch verändert? Was seid ihr vor allen Dingen gemeinsam als Mannschaft angegangen? Ja, dass wir positiv bleiben, dass wir lautstark auf dem Platz sind, dass wir uns pushen, dass wir die Meter machen, aggressiv sind, Intensität und ja, das ist heute uns gelungen und haben auch den Sieg eingefahren. Wir können uns zum Schluss, ich habe es von der Regie gehört, auch nochmal die Chance anschauen. Es war die 51. Minute, Aachen ist richtig gut rausgekommen auch aus der Pause. Und den wollten Sie auch genauso? Ja, ein bisschen weiter unten, dass er reingeht, aber ja. Ja, aber da sieht man, was ein Tor, was Fußball ausmacht. Mit dem Tor wieder Selbstvertrauen gehabt. Ich glaube, vor einer Woche, vor zwei Wochen hätte er das gar nicht probiert. Und so ein Tor gibt dann auch Selbstvertrauen und er hat die Qualität und ein paar Zentimeter tiefer wäre ein Traumtor gewesen. Anton Heinz, herzlichen Glückwunsch zum Danke. Sieg. Alles Gute weiterhin. Danke. Gute. Na klar, ein bisschen weiter runter, dann hätte der hier heute den Doppelschlag gemacht. Man merkt die Erleichterung auch bei Alemannia Aachen. Vielleicht manchmal auch so ein, ich sag mal, dreckiger Sieg dann viel mehr wert als so ein Schönheitssieg. Ja klar, also man hat gesehen, welche Erleichterung auf dem Platz und auch auf der Tribüne war nach dem Schlusspfiff. Sie brauchten einfach diesen Sieg mal, diese drei Punkte. Wobei ich immer noch, ich glaube, dass es der absolute Befreiungsschlag war. Man muss sich jetzt auch fußballerisch weiterentwickeln, um dann auch, wie gesagt, diese Qualität aufs Grün zu bekommen. Weil nur kämpfen, nur rennen wird nicht reichen in dieser Liga. Wir müssen noch einmal ganz kurz auf Rödinghausen zu sprechen kommen. Glaubst du, das bleibt weiterhin so ruhig oder brennt da jetzt wirklich dann mal der Baum? Ich fand, sie haben heute gar nicht schlecht gespielt. Sie haben es ja gut gemacht und verlieren durch eine Standardsituation, hatten selbst noch Chancen. Natürlich hat Aachen eine Riesenchance zum 2-0, aber vorher kann Rödinghausen in Führung gehen. Am Ende zwei, drei Situationen, wo so das Matchglück fehlt, der letzte Quäntchen, eine Fußspitze, vielleicht ein halber Meter, halber Schritt. Aber Fußball ist ein Ergebnissport, deswegen bin ich gespannt in Rödinghausen. Rödinghausen zeichnete immer aus, dass man Ruhe bewahrt. Deswegen gehe ich davon aus, dass man zwar Ruhe bewahrt, aber trotzdem die Situation analysiert. Björn, an dieser Stelle verabschieden wir die Zuschauer von #DabeiTV. Danke, dass Sie dabei waren und gerne beim nächsten Spiel wieder mit dabei. Dann hier bei uns bei Sporttotal und auch bei Magenta Sport. Wir machen dann hier im Stream für alle anderen weiteren Zuschauer weiter. Tschüss aus Aachen an dieser Stelle für die Zuschauer von #DabeiTV. Und dann machen wir für alle weiteren Zuschauer weiter. Carsten Rumm ist da. Carsten, am Ende steht eine ganz knappe 0-1 Niederlage. Wie enttäuscht sind Sie jetzt auch gerade kurz nach diesem Spiel? Ja, ist natürlich bitter, ne? Vor allem dann über einen Freistoß verloren zu haben. Obwohl ich auch sage, ich weiß nicht, ich glaube, Brasnic hat ja auch noch die Chance da zum 2-0, wo er an die Latte schießt. Ich fand so die erste Phase von Aachen, kurz nach der Pause, war so die beste Phase von Aachen. Da können wir uns nicht beschweren, wenn wir da 2-0 hinten liegen. Und am Ende des Tages trotzdem, die Jungs haben alles investiert, alles nach vorne geschmissen. Wir hatten natürlich auch noch mal so ein, zwei Dinger, Thilo Töpken und Luca Horn. Und im Moment ist der Wurm drin. Aber ich habe den Jungs eben auch gesagt, weitermachen, liegen bleiben ist keine Option.
Der Freistoß von Anton war Weltklasse. Ne? Und ich meine, er hat ja noch einen anderen über 35 Meter Entfernung. Das ist schon Riesenqualität und wir wussten das natürlich auch vorher. Ich meine, wir legen schon einen hin, die Leute springen maximal hoch. Aber es ist dann halt so in dieser Phase, in der wir jetzt drin sind, das ist halt so. Ne? Ich meine, Thilo Töpke hat gesagt, dass er in der ersten Halbzeit so gehalten wurde, dass wo ich glaube, Ramin Safi außen durch ist. Und auch da sage ich, man kann es pfeifen, man muss es nicht, aber in der Phase, in der wir jetzt sind, kriegen wir natürlich den Elfmeter dann halt nicht oder wir schieben dann nicht rüber und nochmal. Also, liegen bleiben ist keine Option. Es geht weiter und die Truppe ist intakt. In der Halbzeitpause, die Jungs waren super. Alle, also wirklich alle, nicht nur die Startelf, auch die anderen. Von daher geht's weiter. Sie hatten 7 Wechsel jetzt heute hier gegen Alemannia Aachen. Für viele vielleicht überraschend. Was war Ihre Idee auch dahinter? Naja, also man hat ja schon gesehen, also normalerweise spielen wir schon ganz gerne einfach Fußball. Wir haben aber gemerkt, dass wir im Spielaufbau viele einfache Fehler gemacht haben, die zu Gegentoren geführt haben. Deswegen haben wir heute gesagt, okay, wir wollen einfach spielen. Wir wollen natürlich auch das hohe Pressing, weil ich bin schon davon ausgegangen, dass Heiner Backhaus Gas geben wird mit den Jungs zu überspielen. Das war so ein Thema und warum wir jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Flottmann rausgenommen haben, war halt einfach Thema Ibikaba, weil er extrem schnell ist, zweikampfstark und wir wollten auch hochpressen und dann brauchen wir halt dann einfach auch 2 schnelle Innenverteidiger. Das war so die Idee, aber rein menschlich sind das tolle Charaktere, auch die dann auf der Bank saßen. Das ist dann natürlich immer eine schwere sportliche Entscheidung, aber ich fand die Jungs, die gespielt haben, alle haben es sehr gut gemacht. Rödinghausen steht eigentlich für eine gewisse Ruhe. Glauben Sie, es bleibt weiterhin ruhig um den Verein? Ich glaube, ja. Also ich meine, wenn man jetzt heute sich das Spiel anguckt, was will man jetzt den Jungs vorwerfen? Es ist halt einfach schade, dass sie sich ja einfach nicht belohnen dafür. Also ich nehme nur Ruhe wahr. Letztendlich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann. Und nochmal, es tut mir einfach für die Jungs leid. Wie ärgerlich ist gerade, du hast gerade gesagt, eine Riesenchance, wo Safi überragend ist. Ich fand, die haben erste Halbzeit gut gemacht. Aachen hatte kaum Torraumszenen, eine einzige, so eine halbe. Ihr hattet die bessere Chance und die Situation zum Freistoß. Ich glaube, die ist für einen Trainer total ärgerlich, weil es völlig unnötig war. Ja, genau so. Ich habe dann mit Hobi natürlich auch angesprochen, weil er alles oder nichts in dem Zweikampf macht. Und nochmal, wir haben das vorher angesprochen mit Anton Heinz. Und ja, na klar, das ist dann extrem bitter, weil Hobi auch ein extrem erfahrener Spieler ist. Aber das passiert dann auch. Ich meine, auch da, ne, so, er kann natürlich auch den Ball kriegen, dann ist alles gut und ja, im Moment kommt das dann halt alles so dazu, aber nochmals, geht weiter. Also man hat gemerkt, Patrick Kurz war bei uns sehr emotional, halt, die nimmt das auch mit, jetzt, dass man diese Serie hat, unerfolgreich. Wie schaffst du es jetzt, die Spieler zu erreichen? Weil man hat auch am Ende gesehen, dass die Mannschaft lebt, war das Gefühl von außen, sie wollten unbedingt und man hätte auch den Ausgleich verdient gehabt, war zumindest die Meinung, die wir hatten von außen. Und wie kriegst du das trotzdem hin, weil jetzt ja, die Köpfe sind einfach, oder die Niederlagenserie ist in den Köpfen drin, was machst du jetzt konkret? Ja, also Step 1 war ja jetzt erstmal einfacher zu spielen, ne? So dass wir das Risiko minimieren. Ich fand, das haben wir heute gut gemacht, gut zu stehen, eine gute Defensive, auch ein System, wo die Jungs sich wohlfühlen, dieses 4-2-4. Das ist natürlich was, deswegen sage ich auch, das hat heute gut funktioniert. Und zum anderen, also jeder, der mich kennt und der uns oder uns als Mannschaft kennt, weiß, wir haben halt zwischen Trainer und Spieler wirklich einen engen Draht. Ich führe halt einfach unglaublich viele Einzelgespräche und auch jetzt geht es natürlich weiter, an die Stärken zu glauben und weiter hart zu arbeiten. Das ist das Einzige, was wir machen können. Also wir müssen weitermachen. Deswegen sage ich ja, liegen bleiben ist keine Option. Wir müssen ackern, dass halt irgendwann mal ein Elfmeter für uns da ist. Und du weißt es selber auch, irgendwann kommt halt der Punkt, da fragst du dich, warum gewinnst du jetzt heute auf einmal? Und auf diesen Tag X arbeiten wir halt einfach hin. 2 Trainer unter sich, ja. Björn Mehnert und Carsten Rumpf. Vielen Dank für die Einblicke und weiterhin genau. Viel Erfolg. Ja. Dankeschön. Und wir haben noch eine Trainerstimme, und zwar von Alemannia Aachen, Heiner Backhaus, nach seinem Debüt jetzt auch bei uns gleich am Sporttotal-Mikrofon. Björn, der Eindruck, Carsten Rumpf wirkt doch noch recht entspannt, ja? Ja, wirkt sehr gefasst. Er hat ja auch gesagt, Rödinghausen steht für Ruhe. Das, was wir vorher auch angesprochen haben. Und er ist auch davon überzeugt, dass es ruhig bleibt. Sie werden es analysieren. Sie haben ja kein schlechtes Spiel gemacht. Ne? Also sie haben durch eine Standardsituation verloren, hatten selbst auch Torchancen, aber es fehlt die Effektivität. Er hat jetzt gesagt, sie haben den Ansatz gewählt, einfacher Fußball zu spielen. Das haben sie heute größtenteils geschafft. Aber sie stehen wieder mit leeren Händen da. Und ja,
mal gucken, ob er in Ruhe weiterarbeiten darf, was ich mir für ihn wünschen würde. Ja, wahrscheinlich hat ihm dieses 0:1 jetzt auch in Anführungsstrichen gut getan. Wäre das hier heute anders ausgegangen vom Ergebnis her, glaube ich, wäre die Diskussion eine andere. Jetzt nach einem knappen 0:1, wo man wirklich nah dran war, kann ich mir auch vorstellen, dass sie ihm nochmal die Chance geben, jetzt auch das Ruder rumzureißen. Ja, genau. Auch die Mannschaft hat ja am Ende alles in die Waagschale geworfen und sie wollten unbedingt diesen Ausgleich. Hat auch, wie gesagt, die Spieler waren super enttäuscht über das Ergebnis und das zeigt ja, dass da schon Leben drin ist in der Truppe. Absolut. An dieser Stelle können wir Ihnen schon mal verraten, die beiden Trainer, Heiner Backhaus und Carsten Rump, die halten da hinten noch ein Fachgespräch. Deswegen Heiner Backhaus noch nicht in unserer Mitte. Ich sehe aber, er kommt uns jetzt zumindest entgegen und wollen ihn natürlich auch nach diesem 1:0-Sieg jetzt mal fragen, wie sein Debüt gelaufen ist. Am Ende zählt natürlich wie immer im Fußball nur das Ergebnis und das spricht an diesem Tag für Alemannia Aachen. Und jetzt sehe ich zumindest im Augenwinkel, dass er bereit ist. Dann nehmen wir sie direkt in die Mitte. Ja. Mädels, du alter Chefkritiker hier. Heiner Backhaus, Glückwunsch. Sie wirken sehr gelöst. Wie war das Debüt für Sie? So. Ich bin immer so, klar, wenn du erste Halbzeit die beiden Mannschaften siehst, es war kein gutes Fußballspiel. Zwei Mannschaften, die ganz andere Ambitionen haben, aber beide total der Musik hinterherlaufen, Tabelle, und das verunsichert die Jungs. Und deswegen ging es heute nicht darum, schön zu spielen, sondern zu gewinnen. Ich glaube, es war auch für mich als Trainer heute mal wichtig, hier gut reinzukommen. Wie haben Sie auch die Atmosphäre aufgenommen? Sie selber sind gefühlt mehr gelaufen als die Mannschaft. Oh. Waren Sie sehr angespannt heute? Nö, ich bin immer so. Also ich bin aktiv. Und wenn die Mannschaft vielleicht nicht diese Führungskette hat auf dem Platz, nicht die Säule hat, dann muss es von außen vielleicht ein bisschen mehr machen, gerade zu Beginn, wo die Abläufe nicht klar sind. Aber meine Stimme ist weg. 3 Punkte im Sack und heute Abend geht es aufs Aachener Stadtfest und da fahren wir weiter. Am Ende ist das Ergebnis natürlich entscheidend, das zählt im Fußball. Trotzdem wollen wir natürlich auch noch mal nachhaken, wie war es spielerisch? Was haben Sie da entdeckt? Wir haben bewusst heute weniger Wert drauf gelegt. Ich vergleiche so eine Mannschaft und den Ablauf in einer Mannschaft immer mit einem Baum. So Wurzeln und Baumstamm sind das, was wir die letzten 10 Minuten gemacht haben. So Äste ist Taktik und so Blätter ist am Ende herausspielen unter Druck. Aber herausspielen unter Druck kann ich nur, wenn ich ein totales Selbstverständnis habe, wenn Abläufe klar sind, wenn auch mal eine Mannschaft lange miteinander Fußball spielt. Wir haben so oft vor mir, wurde so viel rotiert und ich wollte jetzt erstmal sehen, dass wir erstmal das Spiel einfach angehen. Und deswegen bin ich umso froh, dass wir es erfolgreich beendet haben. Es ist ja auch ein bisschen bezeichnend, dass dieses Spiel am Ende durch einen Standard entschieden wird. Wir wollen vielleicht nochmal gemeinsam draufschauen auf das 1:0 von Anton Heinz. Er hat verraten, er hat im Training geübt in dieser Woche auch nochmal die Freistöße. Haben Sie ihm extra auch nochmal ein bisschen Motivation und Selbstvertrauen mitgegeben? Nee, er hat es eigentlich gemacht, ohne Bescheid zu sagen. Das war so das erste Krisengespräch zwischen uns beiden, aber anscheinend muss ich den Jungs ein bisschen lockere Leine lassen. Nee, Spaß beiseite, er hat einen Bums wie ein Pferd und das muss er auf die Platte kriegen und viel mehr schießen. Wenn ich so einen Schuss gehabt hätte als Spieler, hätte ich von der Mittellinie geschossen. War heute auch ein paar Mal möglich, weil der Torwart sehr weit vor dem Tor stand. Aber dass er das kann, ist ja auch mit ein Grund dafür, dass er bei Alemannia Aachen spielt. Was war die Idee? Ich habe das Gefühl, für Anton Heinz hast du als Stürmer so positioniert. Defensiv 2 Stürmer, so eine raute Art im Mittelfeld verteidigt. War das genau die Idee, Anton Heinz auch in Abschlussaktion unabhängig von Standard zu bekommen? Er ist ein sehr aktiver Spieler, auch gegen den Ball. Er presst halt auch mal durch. Und das haben wir sonst von unseren Schwimmern nicht so, dieses Durchlaufen. Ne? Weil dieses Durchlaufen brauchen wir in diesem Stadion, weil das einfach auch die Höhe des Ballbesitzes verändert. Und in Zweikämpfen merkt man manchmal, dass er dann kein Vollblutstürmer ist, weil er da natürlich wenig im ersten Ball dann festgemacht hat. Aber in der zweiten Halbzeit war es besser. Und ich glaube, das war unsere beste Phase dann, als auch Anton besser im Spiel. Weil da hätten wir das Spiel auch entscheiden können für uns. Da waren zweimal durch seine Abschlüsse auch Lattenschüsse dabei. Und mit der Reingabe auf Brasil hätte es auch da wirklich dann spätestens 2:0 stehen müssen. Und so am Ende hättest du es mir ein bisschen Glück, aber ich glaube, aufgrund der Leidenschaft auch verdient. Also gerade angesprochen, den Kunstrasen musst du, glaube ich, erneuern, da wo du warst auf jeden Fall, so viele Meter, wie du gemacht hast. Wie gerne hätte ich in der einen oder anderen Situation, ich habe dich auch beobachtet, selbst fast eingewechselt, stand schon fast auf der Linie, weil dann schon Fehlpässe in der Eröffnung waren, wo ich gemerkt habe, da ist Heiner nicht zufrieden mit. Männer, du warst ja auch Spieler und ich glaube, die registrieren schon Körpersprachen, wenn man unzufrieden ist. Und das darf auch mal ein Spieler spüren. Das geht ja nicht darum, dass man die persönlich da irgendwie runterziehen will. Es geht ja einfach nur, das sind Männer, die müssen wach werden. Und jeder, der hier unterschreibt, hat das Gefühl gerne wie heute, aber das Gefühl nicht so gerne, wenn es mal nicht so läuft. Aber das müssen die Jungs lernen und das dürfen sie auch. Und wie gesagt, ich denke nicht so viel an mich, ich denke an die Mannschaft. Ich glaube, in vielen Phasen hat es denen geholfen, Leute. Ein Trainer, der vorangeht, neben dem Platz auch.
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, Heiner Backhaus. Für die nächsten Spiele natürlich auch weiterhin maximalen Erfolg mit Alemannia Aachen. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.